Was geht, Felix hier? Und ich habe eine neue kleine Serie auf meinem Kanal. Und die möchte ich jetzt hier starten. Aber die ist nicht so neu. Also für mich ist sie neu, aber die gibt es schon auf YouTube. Und zwar habe ich einfach mal die Patches von Black Ops 2 gelöscht, um zu floaten. Ja, ich möchte eine kleine Serie starten, bei der ich private in Black Ops 2 floate. Ich weiß, das ist nicht gerade das Neueste. Aber ich hatte da mal Bock drauf, vor allem weil mich Black Ops 2 Online dazu ankackt. Dachte ich mir, ja, warum nicht einfach mal das ausprobieren? Ich habe gerade ein Probespiel gemacht und habe schon mal so nach irgendwie einer Minute oder so einen schönen kleinen Clip getroffen. Den werde ich auch am Ende noch zeigen. Und ich hoffe, ich werde jetzt hier live auch was treffen können. Ich glaube, ich werde da so ein bisschen Cut-Com draus machen, damit es nicht zu lange dauert, falls ich länger brauche, um was zu treffen. Aber ich denke, ich werde jetzt hier jede Folge ein oder zwei Maps machen, das werde ich noch sehen. Kommt drauf an, wie lange ich für einen Killcam brauche. Also wenn ich nach einer Minute schon einen Killcam habe, dann werde ich auf jeden Fall zwei Maps machen. Wenn es aber länger dauert, dann werde ich nur eine Map machen. Ja, ich spiele Team Deathmatch. Jetzt fangen wir an mit Carrier. So zum Einspielen. Gegen 9 Bots auf Recruit und bis 15. Ich habe gerade schon gemerkt, Snipen ist im Pre-Patch noch ein bisschen anders. Und mit der Ballista muss man anders drauf sein als normal. Also wenn ich so quickscope, wie ich normal quickscope, was auch schon nicht gut ist, treffe ich nicht. Ich weiß nicht, ob man das gleich sehen wird. Der Bullet Trail geht eigentlich einfach durch die durch, aber ich treffe nicht. Das verstehe ich nicht ganz. So. Ja. Prit, wenn du diesen Gametag siehst, ja, ich liebe dich. Wir starten einfach mal. Ich hab einfach mal mir diese Standardklassen eingestellt hier. Ich habe einfach mal alle Waffen verboten. Das heißt, die Bots werden auch nicht so gut tryharden können. Das heißt, ich habe mehr Tries. Ihr seht, der Schuss geht einfach durch die Luche und ich treffe nicht. Was nicht auch heißen kann, dass er einfach scheiße Snipe. Oh mein Gott. Ihr wisst Bescheid. Ich bin einer der schlechtesten Sniper, die es auf dieser Erde gibt. Außer ich habe gestern gesehen, dass Cosmos genauso schlecht sniped wie ich. Aber ihr seht, ich bin noch nicht mal eingespielt, ich könnte mich richtig schlecht. Guck mal, der hätte treffen müssen, ich weiß nicht genau. Egal, ne? Ich werde schon irgendwie zu Lars kommen. Wenn es mit Messern ist oder Tryharden. Irgendwie komme ich schon zum Lars. Boah, ich liebe diese alten Embleme, die sind so cool. Auch damals war schon Wonder, aha. Einer der schlimmsten Bots. Gut, wenn ihr wissen wollt, wie man das machen kann, dass man Black Ops verfloatet, dass man wieder pre-patch ist, kann ich dazu vielleicht mal ein Tutorial machen oder ich gucke selber auf YouTube. Puppies! Ja, das wäre es gewesen. Ja, aber auf jeden Fall sind wir jetzt bei Last. Hat auch gar nicht lange gedauert. Und ja, okay. So hätte das ausgehen sollen, auf jeden Fall. Ah, oh, verkackt. Ich habe jetzt mal keine Ahnung, was ich hier gehen soll. Ich wechsle mal Klasse. Zu der hier. Auf eine meiner Online-Lieblingsklassen. So. Ich gehofft, dass er da hochgeht und nicht wieder zurückläuft. Komm, ich will dich in eine Leiter treffen. Ja, komm, also das hätte jetzt da schon treffen können. Okay, aber du hast Spaß, wie es aussieht. Aber dieses Flow, das sieht einfach so schön aus. Ich hab gerade eingetroffen und das sah so wunderschön aus. So wunderschön. Wunderschön. Oh mein Gott. Ich habe eigentlich gehofft, dass der hinter der. Oh mein Gott. Gut, es gibt auf jeden Fall eine Map 2, weil das kann man sich gar nicht antun, was ich da gerade getroffen habe. Oder war das? Oder ist der rückwärts gelaufen, der andere Bot? Also ist der zurückgelaufen? Und ich habe eigentlich gehofft, dass der mir vorbeiläuft, der erste Bot, und ich den zweiten treffe, der um den Chat rumkommt. Entweder der zweite Bot, der um den Chat herumgekommen wäre, ist so schnell gelaufen, dass er direkt vor mir stand, oder der erste Bot ist wieder zurückgelaufen. Naja, das war Map 1 und ich kann es eigentlich gleich in einem One-Tag machen. Was machen wir als zweites?
Ich kann nur die Standard-Map spielen. Es geht zwar auch, dass man die DLC-Map spielt, aber da muss man irgendwie das mit USB-Stick machen und das ist ziemlich kompliziert. Das habe ich noch nicht gemacht. Ja, ich spiele während ich die Map auswähle, spiele ich mal den anderen Clip an, den ich vorher getroffen habe. Der war nämlich um einiges schöner. Gut. Das war perfekt durchgeführt. So, zurück zu Map 2. Ich habe mich für Drone entschieden und habe mal die Punkte auf 10 runtergestellt, damit ich nicht ganz lange glaube, ich überlast bin. Da die Bots sind so gut wie eh nicht töten, ist es auch wurscht. Werde ich genug Zeit haben zum Tryen, hoffe ich mal. Sie haben das Kommando. So, erstmal hier einen Kollaps-Spawnshot treffen. Ja, vor allem wenn man ihn so timet und ihn in die Wand reinschießt. Dann wird das ein Kollaps-Spawnshot werden, auf jeden Fall. Ah. Aha. Okay, also wenn sowas nicht trifft, dann weiß ich auch nicht. Kommt mir ein bisschen komisch rüber. Ich weiß nicht, ich höre auch dieses dauerhafte Piepsen im Hintergrund, diese Ding, Ding, Ding. Ich weiß nicht, woran das liegt, also ob das daran liegt, dass wir unendlich Zeit haben. Oder ob es daran liegt, dass ich konstante Karte eingestellt habe. Ich weiß nicht so genau. Das frage ich mich gerade. Aber mich nervt das ein bisschen. Wenn es an der konstanten Karte liegt, dann werde ich das mal ausmachen später. Und wenn es an dem Punkt, an den unendlichen Zeit liegt, dann muss ich mal gucken, ob ich mir irgendwie dann 50 Minuten einstelle. Weil sollte ich genug Zeit haben, um was zu treffen. Und ich geh mal auf Tupis Spot. Und sollte ich genug Zeit haben, um was zu treffen. Und dieses Piepsen ist dann weg. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass es daran liegt. Ich gehe mal rüber zum großen Spot. Guck, ob ich da einen Tupis dann vielleicht schreien kann. Oh, das wird. Wenn ich ihn jetzt treffe, dann kann ich ihn destroyen. Oh! Der war ja auch mal gar nicht drauf! Scheißdreck, Alter. Das war schön gewesen. Mag ich die Klasse eigentlich nicht so, ich muss mal. Das ist mir meine Standardklasse. Ich probiere es jetzt. Ja, die wollte ich eigentlich auch nicht. Probiere ich besser mit der KSG-Klasse. Ladungen platziert. So, ich hoffe, dass hier woanders spawnen. Ich war natürlich wieder hier, weil hier keine Bots sind. Das war eigentlich klar. Oh, schade. Wäre schön gewesen. So, auf so einen kleinen Fade wäre auch mal geil zu gehen. Muss so der Bot. Was macht der Bot? Boah, wenn ich den da so durchgebaut bin, das mit dem Fade, das wäre schön gewesen. Das wäre schön Wechsel das gewesen. Magazin. Warum müssen zu mir hinlaufen, die Bots? Okay, wir müssen noch mal mit einer anderen Klasse und zwar mit einem Select Fire. Komm, lass uns den Scheiß jetzt treffen hier. Wir haben wieder an der Zeit, es zu treffen. Oh, schade, das war schön gewesen. Das wäre ganz angenehm gewesen eigentlich. Gut gemacht, Seals. Bereithalten für weitere Befehle. Nicht dein Ernst, das kann echt nicht sein. Naja, muss ich noch eine Runde machen. Wir sehen uns dann gleich. Ich werde einfach mal vorspulen und wir versuchen was zu treffen, weil sonst wird das ein bisschen zu langweilig, würde ich mal sagen.
Endlich! Aufgaben Auch abgeschlossen. wenn der Shot Suche scheiße zur war, egal, ich Basis. habe gerade ungefähr ein Jahr gebraucht, um was zu treffen und. Ja, das ist mein vierter Anlauf auf der Map jetzt und. Oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich überhaupt was getroffen habe. Ja, der Shot war nicht gut, aber. Ich beende das jetzt und. Ja, hoffe, dass das irgendwie etwas amüsant war. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Oder mit Folge 2 von diesem netten Ding. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ja, wenn ihr das gut gefunden habt, bitte mir einen Daumen da lassen und Kommentare sind für Anregungen da und ja, danke fürs Zuschauen.